Lara schreibt über Twitter, wieso hast du angefangen zu singen? Das ist eine gute Frage. Nein, bei mir war das so, dass ich eigentlich immer gerne gesungen habe, aber ich habe es nie so gut gefunden. Also ich habe mich eher ein bisschen geschämt dafür. Und also hat immer so heimlich im Zimmer so ganz Leute Musik auftreten und so zu den No Angels und zu den Alicia Keys gesungen. Ganz schlimm. Und das war dann gerade, wenn ich 12 war, war das ganz gross. Und nachher mit 14 halt musste ich im Gesangs- und, also im Schulmusikunterricht singen. Und mein Lehrer hat das super gefunden, irgendwie. Und dann hat er mich zu einer Gesangslehrerin gebracht. Und dann ist das auf einmal völlig ins Rollen gekommen. Auf einmal habe ich irgendwie in Schülerrollen und Musicals und Chör und in allem gesungen. Und ich habe selber nicht so genau gewusst, warum. Aber es hat halt immer Spass gemacht, darum bin ich sehr froh gewesen. Ja. Sehr schön. Dann hat sie auch noch wissen, wie läuft so ein normaler Tag bei dir ab? Ja, das ist zuerst mal die Frage, was ist ein normaler Tag? Also, da gibt es sehr viele verschiedene normale Tage. Also, wenn ich frei habe, dann schlafe ich sehr viel, tatsächlich. Ich bin eine verschlafene Nase. Und genieße die Natur und meine Freunde. Hier bei The Voice ist es meistens so, dass der Tag, zum Glück, die Produktion kennt mich schon, nicht allzu früh anfängt. Und meistens fängt es damit an, dass ich etwas frühstücke und in die Maske gehe. Und mal alle Hallo sagen und nachher proben wir bis zum Mittagessen, dann proben wir weiter bis zum Nachtessen und meistens proben wir dann auch weiter. Und zum Beispiel, wenn ich auf Tour bin, sieht so ein Tag aus, dass ich, wenn ich Interviews habe, meistens muss früh aufstehen und sonst schlafe ich aus. Und habe einen Soundcheck, zwischendrin meistens wieder Interviews, Meet and Greets mit irgendwelchen Menschen. Und dann essen wir etwas mit der Band zusammen und dann nehmen wir Nachmittag meistens noch so etwas. Und dann gibt es den Gig und nachher wird gechillt. Also ich bin sehr ein entspannter Mensch.